Am Ende sprachen sich die Geistlichen dafür aus, mir und meinen heiligen Visionen zu glauben. Daraufhin ließ Karl eine Rüstung für mich fertigen und ich zog für Frankreich in den Krieg. Der König entsandte mich im Alter von 17 Jahren mit einer kleinen militärischen Einheit zur belagerten Stadt Orléans. Meine Anwesenheit hob die Moral der französischen Truppen. In der Befreiungsschlacht von Orléans kämpfte ich selbst an vorderster Front. Auch nachdem ich verwundet wurde, zog ich mich nicht zurück, sondern wagte einen erneuten Vorstoß. Schließlich gelang es den französischen Truppen unter meiner Führung, nur 9 Tage nach meiner Ankunft, die englischen Truppen aus der Stadt zu vertreiben. Die Nachricht über meinen Sieg bei Orléans verbreitete sich schnell im ganzen Land, wodurch sich immer mehr Männer der französischen Armee anschlossen. Unter meiner Führung errangen die Franzosen weitere Siege, weswegen man mich als die unbesiegbare Jungfrau feierte. Der französische Thronanwärter Karl wurde schließlich zu König Karl dem VIII. Gekrönt, so wie ich es vorausgesehen hatte. Als Ausdruck von